zur verborgenen positiven Seite der Maya-Prophezeiungen. Die Mayas sehen den langen Zyklus, den 5200-Jahre-Zyklus der Präzession des Äquinoctiums von 26.000 Jahren enden. Sie sagten vorher, dass die alte Welt, in der wir nun leben, aus natürlichen Gründen dabei ist zu zerfallen. Das bedeutet, dass sich alles, was wir jetzt als normal betrachten, dramatisch ändern wird. Die Idee, dass die Pole dabei sind, sich zu verändern und die Menschheit fast zerstört wird, ist irgendwie hingedreht auf den Schicksalstag 2012. Aber zur gleichen Zeit, exakt zur gleichen Zeit, beginnt ein neuer Zyklus. Dieser Zyklus ist ein außergewöhnlicher Zyklus. Ich war vor kurzem in Kolumbien, in den Bergen bei Cogi und Huvacos Mamas. Sie glauben, dass es insgesamt 9 Welten gibt und ja, wir sind in der 4. Welt und betreten die 5. Welt. Die Mayas glauben das Gleiche. So sagte ich zu ihnen, also haben wir noch immer 5 weitere Welten vor uns, um das höchste Bewusstsein zu erreichen? Und ich werde nie vergessen, wie sie sich alle zu mir umdrehten, mich anschauten und sagten, nein, du verstehst das nicht, Runvalo. Alles im Leben trachtet danach, Balance zu erreichen. Die 5. Welt ist in der Mitte, mit den 4 Welten an jeder Seite. Es ist die perfekte Balance innerhalb des Universums. Es gibt keine höhere Welt. Die Mayas sagen etwas Ähnliches. Sie sagen, die nächste Welt, die sie die 6. Sonne nennen, ist eine Welt, in der die Menschheit eine neue Stufe von Bewusstsein erreicht und dass wir diese neue Stufe sehr, sehr schnell erreichen. Wenn der neue Zyklus beginnt, wenn auch das Ende der Zeit beginnt, verschwindet das Dualitätsbewusstsein, das Gut- und Böse-Bewusstsein. Das Bewusstsein von Einheit wird für die Menschheit normal. Das menschliche Ego wird nicht weiter bestehen und wir werden einander als einen Teil voneinander sehen. In der Maya-Sprache sagen sie in Lakesh, wenn sie einander begrüßen. Das heißt so viel wie, ich bin ein anderes Du, und du bist ein anderes Ich. Das ist ein Hinweis auf die Welt, in die wir nun eintreten. Weiter sagen die Mayas voraus, dass die menschliche Quarantäne im Solarsystem, die nun während einer sehr langen Zeit bestand, aufgelöst werden wird. In dem Moment, wo sie aufgelöst ist, realisiert die Menschheit, dass die Sterne und alles Leben überall durch ein reines Bewusstsein miteinander verbunden sind. Unser menschliches Potenzial wird Höhen erreichen, die uns im Moment als absolut unmöglich erscheinen. Aber es wird für diese neue Menschheit normal werden und sie wird das als Wahrheit annehmen. Die Mayas sagen voraus, dass die Menschheit nicht länger in Finanzen, Politik, Kriegen, Essen, Öl und so weiter involviert sein wird. Sie wird eins sein mit dem Schöpfer und alles manifestieren können. Wir werden Beischöpfer, Mitschöpfer, eins mit dem Schöpfer sein. Wenn das wahr ist, dann lass dich nicht irritieren, wenn du den Film 2012 siehst. Der zeigt, dass die Erde zerstört wird. Sie zeigen nur Teile der Maya-Prophezeiung. Erinnere dich an dieses und erinnere dich daran, dass das, was kommt, schön und heilig ist. Es ist etwas, das es zu feiern gilt und für das wir dankbar sein können. Don't worry, be happy. Das ist bestimmt die beste Annäherung an diese Zeit. Atme von deinem Herzen aus. Das Leben ist nicht das, was es zu sein scheint. Es ist nicht einmal annähernd das, was unsere Eltern glaubten, dass es wahr sei. Wir leben in einem Traum, den unser Verstand in das hineinkristallisiert, was wir Realität nennen. Du wirst bald einen Teil von dir kennenlernen, der so alt ist, dass er jenseits von den Sternen und Planeten als fixe Welten reicht. Sie sind auch nur ein Traum. Wie beim Erwachen nach einem Traum realisierst du, dass es nichts als Licht ist oder noch besser, nichts als reines Bewusstsein. Es ist Zeit für dich, dich zu erinnern, wer du wirklich bist, was weit jenseits von einem normalen Menschsein ist. In Lakesh.